Im Streit um Jan Böhmermanns Schmähgedicht wird am Dienstagnachmittag ein Urteil erwartet. Der Fernsehmoderator hatte eine Unterlassungsklage gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel angestrebt, weil sie Teile aus Böhmermanns Schmähgedicht bewusst verletzend nannte. Nun will Böhmermann sichergehen, dass Merkel ihre Kritik an seinem umstrittenen Gedicht nicht noch einmal wiederholt. Merkel hatte ihre Äußerung später selbst als Fehler bezeichnet. Mit seinem Schmähgedicht hatte der 38-Jährige 2016 in der ZDF-Sendung Neo Magazin Royal für Furore gesorgt. Darin hatte er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan attackiert und für einen diplomatischen Eklat zwischen der Türkei und Deutschland gesorgt.